Wir hatten wieder einmal Wetterglück. Die Sonne lacht, und zwar entgegen der ursprünglichen Prognosen. Obwohl es diesmal leider auch kein Flugwetter gab, trafen nach und nach immer mehr Gäste ein, oft auch mit Begleitung, um die 40 Jahre Sorrenclub Hohe Wand zu feiern. Zu diesem Anlass gab es natürlich ein großes, umfangreiches Festprogramm. Es gab auch so manche alte, sehenswerte Ausrüstung zu bestaunen. Ja, wow! Der Rest hat es gegeben zu der Zeit. Da geht es nicht mehr aus, bei seinem Tier. Weiter geht's mit dem ersten Highlight der Festlichkeiten. So mancher Pilot hatte noch so ein richtiges Schätzchen bei sich zu Hause liegen. Gemeint ist eine alte Ausrüstung aus den frühen Tagen der Gleitschirmfliegerei. So konnte man Schirme aus den 80er und 90er Jahren bestaunen. Bei manchen Gleitschirmern meinte man, dass diese neuwertig sind. Die Kappen raschelten noch so richtig. Und jetzt Action! Ziel war es, möglichst alle Gleitschirme gleichzeitig aufzuziehen, um schöne Bilder zu ermöglichen. Dies war aber gar nicht so einfach, da die Windbedingungen recht unberechenbar und sehr schwierig waren. Danach konnte sich jeder einmal versuchen, so einen Gleitschirm-Oldtimer kontrolliert in die Luft zu bekommen. Und das war wahrlich nicht immer ganz so einfach. Die Starteigenschaften heutiger moderner Gleitschirme lassen sich mit den damaligen überhaupt nicht vergleichen. Aber wie heißt es so schön? Wurscht, Spaß macht's. Und nun ein paar technische Schmankerln. Flächensteuerung anno 1989, ein Verwinden der Fläche über eine Seilrolle. Die Steuerleine wurde dabei nicht betätigt, um ein flaches Kurvenfliegen zu ermöglichen. Wahnsinn, der Stange ist unglaublich. Ja? Ja, da kommen Erinnerungen auf. Der erste Gleitschirm, von dem man wirklich von Gleiten sprechen konnte. Baujahr 1987 mit einer Gleitzahl von 3,5 plus. Gottfried Zach und die Gründungsmitglieder Wolfgang Zach und Erhard Grein. Nach der Action hat man natürlich Hunger und noch viel mehr Durst. Der Griller wird angeworfen. Und hier eine Übersicht der Sachpreise der abendlichen Tombola. Die Hauptpreise können sich wahrlich sehen lassen. Und weiter geht's mit Geschichte und Geschichten. Alle begrüßen, alle Ehrengäste, alle Mitglieder. Ich möchte beginnen, den Ingenieur, Herrn Ingenieur Roland Dunger. Und ich weiß nicht, ob Sie ein paar Worte an unser Publikum richten möchten. Bitte. Dankeschön. Ja, danke für die Einleitung. Vizepräsident vom Österreichischen Aeroclub und Präsident von Niederösterreich. Also bin der Aeroclub-Zuständige. Und es will ein bisschen was dazu erzählen, von dem, wie du es geschaffen hast, den kreiert hast, was toll ist, dass der Name geblieben ist, Sorrenclub Hohe Wand. Aus dem Grund sind wir jetzt der Wolfgang Zahl erfunden. Der Zahl, okay. Und, Mikrofon bitte. Ja, und ich war damals in einer Batteriefabrik tätig und da hat man die Top-Qualität dieser Batterien hat man mit diesem färbigen Logo dargestellt und kaschiert und hat dann eine Untersuchung gemacht mit Damen vor allem, wo greifen die hin, auf verschiedenste Batterietypen. Und die Damen haben auf dieses Farblogo am meisten reagiert und dort hingegriffen. Und wir dürfen noch begrüßen Herrn Erhard Krenn, Gründungsmitglied, ordentliches Mitglied. Und Erhard, jetzt bitte ich um ein paar Worte, kommst nicht herum. Danke, für die Mikrofon. Du musst nur gerade einreden. Ich habe dich gewarnt. Ja. Nein, danke schön. Aber ich kann mich eigentlich gar nicht ganz genau erinnern. Das ist die ehrliche Antwort. Du auch, mit sowas wirklich? Ja, mit sowas. Icarus ist das, oder? Ja. Mit sowas habe ich gelernt, ja. Und los geht's mit den alten Aufnahmen.
Wolfgang Zadl hat mir vor über 15 Jahren diese Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Es dürfte sich hier um die Landesmeisterschaften handeln, die 1980 noch in Grünbach an der Hohen Wand geflogen wurden. Noch ein paar Aufnahmen vom klassischen Südstartplatz beim Gasthof Postel auf der Hohen Wand. Man beachte, kein Skywalk. Weiter mit Geschichte und Geschichten. Robert erinnert sich. War damals sehr elitär, weil ich glaube, wir haben damals 100 Leute dürfen maximal da sein, oder? Es war nichts, was sie nicht erfunden haben, nur das unterbinden, dass die Fliegerei aufhört. Und da steht 1987, der Hochleister, Firebird. Wer ist denn geflogen? Weiter geht's mit alten Aufnahmen vom Gleitschirmfliegen über der Hohen Wand. Der erste Start war bereits 1986 von Michael Greffner. Gelandet wurde fast ausschließlich auf der Weide Meiersdorf am Fuße der Hohen Wand. Die Gleitleistung reichte damals kaum, um in die Talmitte zu kommen. Gestartet wurde vom Klippenstartplatz, also den Südstartplatz, den Oststartplatz gab es damals noch nicht. Der Oststartplatz wurde erst 1990 angelegt. So gab es damals noch nicht so viele Gleitschirmpiloten wie heute auf der Hohen Wand. Dies wird wahrscheinlich eben daran gelegen sein, dass es nur den Klippenstartplatz gab. Und die Gleitschirme waren damals wahrlich keine Startwunder. Um damals auch mit dem Gleitschirm längere Flüge genießen zu können, bedarf es einen stärkeren Wind und oder zusammen auch eine stärkere Thermik. So mancher Hängegleiterpilot muss uns damals wohl recht belächelt haben, denn die hatten mit dem Wind keine Probleme. Bei den Gleitschirmfliegerpiloten konnte man aber bei stärkeren Windern schon mal so manchen spektakulären Start beobachten. Hier ist im Hintergrund das noch verwachsene zukünftige Oststartplatzgelände zu sehen. Die damaligen Gleitschirme waren bei weitem nicht so schnell wie die heutigen. So kam es manchmal bei stärkerem Wind schon zu ein wenig Problemen. Trimsysteme waren noch in der Entwicklung und Fußbeschleuniger in weiter Sicht. So kam es eben halt einmal vor, dass man bei stärkerem Wind nicht mehr gegen diesen ankam und in den Bäumen landete. Der hier hatte aber Glück.
Man möchte ja schon fast von den wilden 90ern sprechen, was das Gleitschirmfliegen anbelangt. Die Schirme wurden immer besser, aber leider auch immer anspruchsvoller. Noch halten sich Hänge- bzw. Paragleiterpiloten auf der hohen Wand die Waage. Denn was Leistung und auch Sicherheit anbelangt, da hatten die Hängegleiter noch die Nase vorne. Noch starten die meisten Paragleiterpiloten vom Südstartplatz. Nur dieser hat seine Tücken noch immer nicht verloren. Piloten, die unser Fluggelände kennen, wissen, dass dieser Baum hier nicht mehr steht. Ja, warum wohl? Der eiserne Vorhang war gefallen und so besuchten uns immer wieder mal größere Gruppen von ungarischen Piloten. Dies aber auch mit doch eher älterer Ausrüstung, manchmal sogar selbst genäht, aber mit riesengroßer Begeisterung. Damals hieß es nicht die Russen kommen, sondern die Ungarn kommen. Warum, seht ihr gleich. Aber auch die einheimischen Piloten hatten mit ihren schwierig zum startenden Hochleistungsschirmen auch so ihre Problemchen. Zum Glück gab es keine gröberen Blessuren. Das betrifft auch unsere ungarischen Gäste, die da schon so manche Einlage lieferten. Auch damals war das Toplanden schon Thema, aber wie ihr gleich sehen könnt, war das ungleich schwieriger wie heute, denn es gab da deutlich mehr Hindernisse, wie eben die Zäune und auch eine querende Stromleitung. Diese Hindernisse gibt es heute nicht mehr. Da die Gleitschirme schon sicher besser überhöhen konnten, also bessere Leistung hatten, war das Toplanden für diese auch schon möglich. Man glaubt es kaum, aber hier der Beweis. Selten aber doch ist Zach Wolfgang mit dem Gleitschirm geflogen. Und das gar nicht mal so schlecht. Aber dennoch, er ist und bleibt ein Drachenflieger.
ein Tandem-Hängegleiter im Landeanflug. Damals bot Daniel Krulig Tandem-Hängegleiterflüge an. Obwohl es schon den Oststartplatz gab, starteten die meisten Paragleiterpiloten immer noch vom Südstartplatz. Dies oft, weil es vom Südstartplatz einfacher war, in die Aufwindbereiche zu kommen. Der Oststartplatz war bei weitem nicht so schön ausgebaut wie heute. Er war viel schmäler und unten waren die Bäume hoch. Damals gab es auch noch nicht den zweiten Landeplatz in der Talmitte, sprich in der neuen Welt. Hier landeten wir auf den altehrwürdigen Drachenlandeplatz, den es schon seit Bestehen des Sörenclub Hoevant gibt. Es wurde auch weiterhin auf der Weide Meiersdorf gelandet. Damals gab es da aber auch mannshohes Dornengestrüpp und wenn da der Gleitschirm hineingefallen ist, oje. Seit 2001 gab es wieder, nach einer mehrjährigen Pause, eine Flugschule auf der Hohen Wand. Die Flugschule Fly Hohe Wand, bei der ich Mitgründer war. Diese veranstaltete 2002 ein ganz großes Fest, das Summer Opening, dem Vorgänger des Sommerfests des Sörenclub Hohe Wand. Auch damals spielten die Gleitschirm-Oldtimer eine Rolle. Es gab ein Wettrennen. Es kamen auch Fallschirmspringer aus Wiener Neustadt zu Besuch vorbei. Diese hatten mit dem starken Westwind kein Problem. Am Folgetag gab es dann Flugwetter, bei der es auch ein paar ganz nette Attraktionen gab. Zu der Zeit waren die Renegades die angesagte Truppe. Und zwar zeigten die hier einen Base-Sprung von einem Tandem-Paragleiter. Nicht nur der Fallschirmsprung war spektakulär, sondern auch die Top-Landung danach des Tandempiloten ganz alleine bei thermischen Bedingungen. Wir sind wieder im Jahr 2018 angekommen und es geht gemütlich weiter. Mit Speis und Trank geht es Richtung Tombola, den nächsten großen Highlight der 40-Jahr-Feier des Sörenclub Hohe Wand. Oliver, selber ein begeisterter Flieger, und Tom lieferten das geniale musikalische Fundament für einen gelungenen Festabend. Während man sich begeistert alte Fliegervideos ansah, fieberte man den letzten Highlight entgegen, der großen Tombola. Der Martin Bisslinger macht die Verlosung. Martin Bisslinger. Vergessen Sie alles, was die Vorrednerin gesagt hat. Danke! Achtung! 247. Oh. Oh, gratuliere! Die glücklichen Gewinner der Hauptpreise. Man freute sich aber natürlich auch, wenn man nicht den Hauptpreis bekommen hat. Ja, das war ein äußerst gelungenes Fest. Da bleibt nur eins zu sagen, noch viele, viele Jahre dem Sörenclub Hohe Wand.